Herzlich willkommen zu einem neuen Mystery Ride. Heute geht es auf gedankliche Reise nach Nevada, auf der sich unsere Gäste, die wir gestern über Social Media und auf der Straße angesprochen haben, meinen Fragen über den Bundesstaat Nevada stellen müssen. Ich bin gespannt. Es gibt 100 Euro pro richtig beantworteter Frage und wir werden unsere Gäste jetzt mal empfangen. So, los geht das. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin gespannt, wie viele Fragen unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen heute beantworten können über Nevada. Los geht's. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Nevada Mystery Ride. Heute mit Nachwuchs. Yo. Ja. Ich freue mich am allermeisten. Ah, das ist ja schön. Erstmal was trinken, Jack. Ja, ich muss erstmal was trinken, erstmal runterkommen. Alles gut bei euch? Ja, und bei, ja, und dir? Bei dir? Ja, alles bestens, vielen Dank. Stellt euch doch gerne einmal vor, wer seid ihr beiden? Okay, Ladies first. Ladies first, okay. Ich bin Katharina. Ich bin Sandra. Und ich bin Dirk. Ich bin Luisa. Ja, ich bin Dominik. Mein Name ist Jack. Ich bin Lukas, 26. Ich bin Jenny, Was möchtest du denn wissen? Wir kommen aus Laatzen und ich bin bei einer Versicherung tätig. Wir sind Boulder Buddies sozusagen und kennen uns über den Sport und das Klettern. Arbeite auch in der Nähe und vermiete Designklassiker für Messen und Events. Ich bin eigentlich Immobilienkauffrau, aber gerade in Elternzeit. Aha! Bin beruflich Koch. Ich arbeite bei der Stadt als Erzieherin. Ich bin ja so eine Art Unternehmensberater. Supervisor, ich coache andere Firmen. Und ich bin Immobilienkaufmann, auch hier bei einem Unternehmen in Hannover. Ihr wisst, heute geht es um Nevada. Heute geht es darum, Fragen über Nevada richtig zu beantworten. Denn mit jeder richtig beantworteten Frage gewinnt ihr einen 100 Euro America Unlimited Reisegutschein. Ja, sehr gut. Dann geben wir uns Mühe. Kennt ihr euch in Nevada aus? Wart ihr schon mal in Nevada? Nein. Gedanklich war ich schon mal in Nevada. Ich war tatsächlich schon in Nevada. Du warst schon in Nevada? Jawohl. Ja, 1999 sind wir in Nevada oder in Amerika gewesen und sind auch in Nevada gewesen. Nein, tatsächlich nicht. Mm-mm. Schon mal in den USA? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht? Nee. Ja, ich war noch gar nicht da, aber Dominik hat natürlich auch den... warst du schon da. Ach so. In Amerika. Ja, wo aber? Welches war denn im Staat Nevada? Nee, da warst du nicht. Ja, siehst du? Nein. Ich war einfach noch nicht da. Aber das ist ja jetzt besonders viel Mühe. Ja. Doch, du warst in den USA, aber in Nevada noch nicht. Ach so, okay. Einmal waren wir zusammen da. Ja. Okay, und wo? Florida. Waren wir zusammen. Deine Tür ist noch offen. Ja. Ah. Dann habe ich noch eine letzte Frage, bevor es losgeht. Seid ihr bereit? Ja! 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 Na klar, Alter! Na klar, sind wir ready! Ready for Wumble! Ready to Wumble! Sehr gut! Dann für euch, für die ersten 100 Euro. Konzentration. Okay. Eure erste Frage. Frage Nummer 1. Wie ist der Name der Entertainment-Hauptstadt in Nevada? Ist das A, Las Vegas? Ist das B, Carson City? Oder ist das C, Reno? Also ich bin ganz klar für A. Ja, ich bin auch ganz klar für A. Carson City ist die Hauptstadt, aber er hat gesagt, die Entertainment-Hauptstadt. Ja, möchtest du es beantworten? Ich glaube, das kriegst du hin. Ja, das ist eine Frage, die kann ich beantworten. A. A. Las Vegas. Entertainment-Hauptstadt, ja. Aber die Hauptstadt ist Carson City. Ja, aber die Entertainment-Hauptstadt. Das ist Las Vegas. Dann A. Las Vegas. Las Vegas. Seid ihr euch sicher? Ja. Definitiv. Ganz sicher. Sani, was sagst du? Ja? Sag mal ja. Sie grinst. Sie grinst? Ja. Das bedeutet ja und ich grinse zurück. Das ist richtig. Ja. Ja. Geil. Eure ersten 100 Euro auf eurem America Unlimited Punkte Reisegutscheinkonto. Sehr schön.
Sehr gut. So, dann machen wir doch direkt weiter mit Frage Nummer 2. Guter Einstieg. Und Frage Nummer 2 lautet: Welche ist die Hauptstadt Nevadas? Ist es A, Las Vegas? Ist es B, Carson City? Oder ist es C, Reno? Es ist Carson City. Genau. Und das ist B. Ja, das ist safe B. Ich weiß es, aber was sagst du? Also glaub, A ist es nicht. A ist es nicht? B. Mhm. Okay, dem stimme Carson ich zu. Carson City. B. Carson City. Wahrscheinlich Carson. Denken ja die meisten, es ist Las Vegas, ne? Die meisten denken, es ist Las Vegas. Mhm. Und ist es aber nicht. Es ist zwar die größte Stadt in Nevada, aber Carson City ist der Regierungsbezirk oder die Regierungsstadt. Okay, also ihr sagt... Ja, wir sagen B. Ihr ja. sagt B, Carson City. Laola Wille? Mhm. Oh. Richtig! 200 Euro für euch. Mensch, das war ja ein richtig geschmeidiger Start hier. Na, kann so weitergehen. Dann gehen wir zu Wer wird Millionär. Sehr gut. Ja, aber erstmal hier. Ja. Erstmal hier. Maximal 1000 Euro könnt ihr gewinnen. Ihr seid bisher auf Kurs. Mal gucken, ob ihr auch mit der dritten Frage auf Kurs bleibt. Und die dritte Frage lautet: Welcher der folgenden Staaten grenzt nicht an Nevada? Mhm. Oh ja, das ist nicht so einfach. Ist das A, Kalifornien? Ist das B, Arizona? Oder ist das C, Texas? C, Texas. Also, ist das Nevada, ne? Ja. Lass mal überlegen. C, Texas. Kalifornien grenzt auf jeden Fall daran. Ja, wir sind damals ja von Kalifornien nach Las Vegas gefahren. Ne, ich rede gerade mit mir selber. Und dann über den Hoover-Damm. Aber es ist schon C, ne? Weiter zum... Lass mich überlegen, Bryce Canyon oder wo sind wir als nächstes? Bryce, Zion, Grand Canyon. Ja, also ich bin für Texas auf jeden Fall. Ja. Das bedeutet? Texas grenzt nicht an Nevada. Okay, lass einfach Texas nehmen. Weißt du es? Ja, ich schätze, ja. Einfach Texas nehmen, weil das andere hört sich irgendwie so... Nee, Texas ist gut. C. Texas. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ich sage, es ist Texas. Hätte jetzt auch gesagt. Genau. Ja, das ist immer so, ne? Wie damals in der Schule. Ah, wollte ich auch. Ja, ja, ist so. Okay, wir nehmen Texas. Ihr nehmt Texas? Ja. Loggen wir ein. Dann darf ich euch sagen, Glückwunsch zu 300 Euro! Yeah. Herzlichen Glückwunsch zu 300 Euro! Danke! Bitte! Danke, bitte! Sehr schön! 300 Euro für die nächste Nevada-Reise sind gesichert. Und dann machen wir direkt weiter mit Frage Nummer 4. Die da lautet: Wie ist der Name des größten Bergsees in Nevada? Ist es A, Lake Michigan? Ist es B, Lake Louise? Keine Ahnung. Oder ist es C, Lake Tahoe? Okay. Ich bin für Lake Tahoe und Lake Michigan auf keinen Fall. Mir kommt tatsächlich jetzt keiner bekannt vor. Jetzt musst du deine Skills raushauen. Also Michigan ist schon mal nicht, der ist im Norden. Da war ich schon mal am Strand. Da waren wir zwar nicht 99, aber wir sind ein paar Jahre später ja nochmal in Kalifornien gewesen und dann von San Francisco dahin gefahren. Aus dem Yosemite Park rüber nach zum Lake Tahoe. Lake Louise. Gib alles. Louise. Ja, weiß ich, Louise hört sich nicht an wie. Ich hätte sowas letzte gesagt. Wir nehmen C. Ja. Lake Tahoe. Ich finde Tahoe klingt am besten. Ja, Tahoe klingt auch geil. Es klingt am besten, es muss es sein. C. C. Lake Tahoe. Okay. Wie kommt ihr drauf? Haben wir schon mal gehört. Habt ihr schon mal in Nevada? Ja, ich glaube, es ist sogar der größte Bergsee Amerikas. Also wir nehmen Tahoe, oder? Tahoe klingt auch so cool. Bin ich dann jetzt nachher schuld, wenn klingt wir nichts kriegen? So, klingt so ein bisschen Indonesisch. Oh Gott, Mann. Indianisch, Jack. Das ist gut. Ja. Lake Tahoe. Wir nehmen Lake Tahoe. Wir nehmen das einfach. Ja. Okay. Also, die Begründung war natürlich völlig falsch. Die Antwort ist aber richtig! Ja!
Geil! Oh Mann, ey, wie kann man so stumpf, so random richtig liegen? Das ist ja nicht mehr normal, Alter. Okay, okay, wir sind jetzt, dann sind wir jetzt bei 400, ne? Jetzt wird's interessant, Leute. Weil 400! Und die Fragen werden schwieriger. Okay. Oh Gott. Okay. Wir sind bereit. Schauen wir mal. Ihr seid bereit? Ja. Sehr gut. Also, Frage Nummer 5. Ein Nationalpark nennt Nevada komplett sein eigen. Und ich möchte von euch wissen, welcher Nationalpark das ist. Ist das A, der Great Basin Nationalpark? Ist das B, das Valley of Fire? Oder sind das C, die Ruby Mountains? Das ist schwer. Also, das ist schwer. Das mit dem Fire, finde ich, das klingt komisch. Also das ist jetzt kein Wissen, aber ich meine... Die Ruby Mountains sind es nicht. Also sagt mir zumindest nichts. Hätte ich es, glaube ich, also schon mal gehört. Mit zweiter habe ich schon mal gehört. Basin gibt es auch, glaube ich. Also ich glaube, es ist das mit dem Fire. Ich finde, B ist zu... B klingt irgendwie das strange. Das klingt ausgedacht. Das ist so, das A so oder C. Es ist entweder A oder C. Okay, ich hätte jetzt zwischen A und B getippt, aber dann sagen wir jetzt mal da eins. Oh Gott. Nehmen wir mal B. Aber wir sind uns schon einig, ne? Ja, das gucken wir gleich, ne? Ich glaube B, Fire, ne? Valley of Fire. Nehmen wir B. Okay. Wir loggen B? Wir loggen B ein. Valley of Fire. Also da sind wir uns nicht sicher. B. A. Ja. A. Wir loggen A ein. Genau. Ihr loggt A Great ein? Basin. Great Basin. Also ich finde A aber auch. Klingt irgendwie am besten von allen dreien. Weil wir nehmen einfach A, Leo. Kommt das aus dem Bauch? Ja. Na gut. Du bist Koch, das musst du gut können. Also, es sind auf jeden Fall nicht die Ruby Mountains. Es ist auch nicht das Valley of Fire. Oh. Ah. Ach, Mist. Verdammt. Alles richtig! Ja! Okay, das ist jetzt echt random. Okay. Alles richtig! 5 von 5! Jawohl! 500 Euro! Let's go! 500 Euro, das gibt's doch gar nicht! 500 Euro! Jawohl! Jawohl, ja! Sehr gut! Das kann so weitergehen, oder? Das kann so weitergehen, okay. Auf jeden Fall. Sehr gut. Frage Nummer 6. Wie viele Geisterstädte gibt es in Nevada? Sind das A, weniger als 20? Sind das B, um die 200? Oder sind das C, mehr als 300? Ich hab's noch gelesen. Boah, also ich glaube, es gibt einige, ne? Es ist ja wahrscheinlich so, wie man so aus dem Western kennt, ne? Also ist so verlassen. Einige ist immer die richtige Antwort. Ja. Antwort mit D, ein. Wie viel ist es einige? Loggen wir einige ein. Was sagst du? Ich schließe A schon mal aus. Ja, das glaube ich auch. A ist wirklich zu wenig. Also ich würde auch B sagen. Was meinst du? Also Nevada ist halt riesig, ne? Mann, aber so hoch besiedelt ist doch Nevada gar nicht. Gibt es dann wirklich so viele Geisterstädte? Es ist halt richtig groß. Und ich weiß, dass demografisch gesehen ist halt schon so ein langer, so landfluchtmäßig. Die Leute ziehen halt in die Stadt. Und dadurch entstehen Geisterstädte. Wann ist denn eine Stadt Geisterstadt? Also wohnt da wirklich niemand mehr? Und was versteht man unter Geisterstädte? Städte, wo nur Geister die leben. Einfach ja, außer Geister, ne? Außer Geister. Außer eben Geister. Und manchmal die drei Fragezeichen, wenn die dann da rumlaufen, ne? Aber Nevada war doch auch so eine Goldgräberstadt. Ja. Vielleicht sind da echt viele Leute dann aus diesen ganzen... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es mehr sind, als man denkt. Also unter 20 sind es auf gar keinen Fall. Ja, du hast recht, weil es nicht so besiedelt ist. Dann würde ich aber unter 20 gehen. Ja, dann machen wir das. Ich würde jetzt mal B sagen. Ja, okay. Vom Bauchgefühl. Ja, wir nehmen B, weil du hattest bis jetzt alle Antworten, die du gesagt hast, waren richtig. Nehmen wir B. Wir loggen C ein. C. Ich sag so einfach, lass einfach 300 nehmen. Go for it. Hätte ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Weißt du, ihr seid die Meisterin, lass mal einfach nehmen. Ja. Das ist gut, das gefällt mir. Ja, wir haben auch nichts zu verlieren, verstehst du? Einfach volles Risiko gehen. 300 ist eine gute Zahl. 300 war auch ein guter Film.
Das find ich super. Gute Begründung. Astreine Begründung, lieber Jack. Okay, wir locken das ein. Ding. Antwort A? Antwort ja. A. Lockt ihr ein? Ja. Okay. Also, es ist richtig, Nevada ist nicht so groß besiedelt. Aber. Es sind trotzdem 200. Aber, durch die ganzen Silber- und Goldvorkommen in den letzten Jahrhunderten war es mal hoch besiedelt und dann natürlich wieder weniger, als die Reserven aufgebraucht waren. Dementsprechend finden sich heute in Nevada über 300 Geisterstädte. Oh no! Über 300! Ja! Wir machen das einfach weiter so. Jawohl! Über 300 Geisterstädte, das ist richtig. Jawohl! Und damit 600 Euro, 6 von 6. Sehr gut. Ihr seid bei einer 100%-Quote. Deswegen bleibt ihr leider bei 400 Euro stehen. Mhm. Ja, okay. Aber das ist kein Problem. Ihr habt ja noch weitere Chancen. Ja. Mhm. Maximal 800 Euro könnt ihr also noch erreichen. Okay? Yes. Sehr gut. Dann Frage Nummer 7. Jo. Welcher berühmte Autor lebte in Virginia City in Nevada? War das A. Stephen King? War das B. Ernest Hemingway? Oder war das C. Mark Twain? Boah. Ey, das ist richtig schwer, weißt du da? Ja, ich weiß, dass Mark Twain auf jeden Fall in Nevada gelebt hat. Ja. Und von den anderen habe ich aber keine Ahnung. Also es könnte genauso gut sein, dass die auch in Nevada gelebt haben und ich weiß auch nicht, wo der in Nevada gelebt hat. Also. Mark Twain, meinst du? Also Ernest Hemingway. Ich bin der Meinung, Ernest Hemingway hat auf Key West gewohnt. Mhm. Da waren wir auch. Da gibt es, glaube ich, das Hemingway Museum, Haus, wie auch immer. Also ich würde eigentlich eher sagen, Mark Twain war unten Mississippi in der Gegend. Dann geht eigentlich nur Stephen King. Weil Hemingway hat dann ja auch viel in Spanien gelebt. Und Key West. Ja, war in Key West, Florida. Man kennt ja alle, ne? So, ne? Yeah. Vom Namen kennt man halt alle. Sag mal zu jedem ein Buch. Aber es ist halt so. Ernie Hemingway. Der Ernie, hat er in Nevada gelebt? Nee. Wir hören mal auf dein Bauchgefühl, mein oder? Bauchgefühl. Let's do it. Ja, dann trau dich. Also dann sage ich Stephen King. Stephen King? Mhm. Stephen King. Der soll in Nevada gelebt haben. Nee, wenn man sich seine Bücher anguckt, dann sind die ja eher oben im Norden. Es ist doch Mark Twain, den ich eher so Richtung Mississippi gebracht hätte. Dann würden wir ändern auf Mark Twain? Also, ich habe mal ein Doku gesehen und ich meine, ich habe Mark Twain da wahrgenommen, dass der da mal gelebt hat. Aber ob das jetzt... Was war das für eine Doku? So allgemein über Amerika. Ne? Und ich meine, da wurde auch Nevada erfasst. Also C, B können wir ausschließen, A oder C. Wir nehmen das Gegenteil von dem, was du jetzt denkst. Entscheide du, ob du bei deiner ersten Antwort bleibst oder bei der zweiten. Ich habe besser. C gedacht, dann nehmen wir A. Na gut. Mal gucken, ob wir mit der Taktik weiterkommen. Seid ihr euch sicher, A? Nee, sicher nicht, aber ich glaube, wir nehmen A. Wir bleiben bei der ersten, bei Stephen King. Also wir hören auf deinem Bauchgefühl. Ja, Mark Twain hören wir. Mal schauen auf meinen Bauch auf. Woher weißt du denn, dass Mark Twain dort gelebt hat? Weil ich eine Freundin habe, die über den ein Referat gehalten hat und mir dieses Referat tatsächlich mal vorgetragen hat, weil ich mir das anhören sollte. Und darin fiel es halt, wo der herkommt. Dann loggen wir mal C ein. Ja. C? Ja. Mark Twain? Ja. Also dieser genannte Schriftsteller hat in Virginia City gelebt und tatsächlich in einer Mine gearbeitet, in einer der besagten Minen. Hat sich dann aber gedacht, das macht mir keinen Spaß hier.
schreibe ich mal lieber Bücher. Und dieser Autor war Mark Twain! Ja! Geil. Oh nee! Es tut mir leid. Mist. Tut mir leid. Mark Twain wäre die richtige Antwort gewesen. Das ist ja wirklich ärgerlich. Tani, jetzt musst du mal wieder mithelfen, okay? No. Ihr bleibt bei 400 Euro stehen, aber wir haben ja noch drei Fragen. Das ist die gute Nachricht an der Stelle. Und deswegen gucken wir mal, ob Frage 8 vielleicht besser wird. Okay? Okay. Ja. Bereit? Ja. Sehr gut. Frage Nummer 8. Welcher berühmte Staudamm staut den Colorado River? Ist das A, der Hoover Dam? Ist das B, der Owen Falls Dam? Oder ist das C, der Oroville Dam? Das ist der Hoover Dam. Das wissen wir. Das wisst ihr? Ja. Ah. Ja, doch, der Hoover Dam. Ist das nicht sogar eins der Weltwunder? Achtes Weltwunder, Staudamm? Sagt man, ne? Ich glaube, das achte Weltwunder oder so. Also, das achte Weltwunder laut Albert Einstein ist der Zinseszins. Ach so. Der Hoover Dam. Das kam jetzt wieder wie aus der Pistole. Ja, da bin ich mir auch sehr sicher. Da weil, waren wir ja auch. Weil ihr schon da wart. Genau. Ja. Okay. So, jetzt hol deine Skills wieder raus. Da komme ich wieder ins Spiel rein. Da lag ich auch schon mal am wunderschönen Strand. Und es war echt eine traumhafte Kulisse, weil im Hintergrund waren wunderschöne Berge zu sehen. Und das Wasser war richtig schön badewannenwarm. Es ist der Hoover Dam. Deswegen soll man auch in die Welt rausgehen und reisen, um solche Fragen richtig zu beantworten. Herzlichen Glückwunsch! Das ist richtig! Yo. Und das sind eure 500 Euro. Der erste Sauber. Teil zu meinem Flug. 800 Euro! Na gut. 800 Euro! Woo. 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 Das ist ja der Wahnsinn. 8 von 8 ist auf jeden Fall sehr stabil. Aber Hoover Dam, damit wer Transformers nicht geguckt hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Alles in Nevada gespielt. Transformers, ich bin ein großer Transformers-Fan. Und die Szene am Hoover Dam, Transformers, guckt es euch an. Ist richtig geil. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, ob ihr auch die letzten beiden Fragen richtig beantworten könnt. Oh, und tatsächlich mit eventuell 1000 Euro nach Hause geht. Das wäre der absolute Wahnsinn. Das ist echt heftig. Seid ihr bereit für die letzten beiden Fragen? Ja. Okay. Müssen wir ein bisschen was rausholen hier, ja, ne? Ja, ich glaube auch. Genau so sieht's aus. Und dann starten wir mal mit Frage Nummer 9. Für welches berühmte Festival ist die Black Rock Desert bekannt? Ist das A, das Coachella? Ist das B, das Burning Man Festival? Oder ist das C, das Lollapalooza? Also C ist es nicht, das ist in Berlin. Ja, genau. Das Coachella ist meiner Meinung nach in Kalifornien. Ja, also das Coachella ist in L.A. Katha, willst du das beantworten? Ja, das ist B. Also da bin ich mir sehr sicher. Burning Man, ne? Ja, genau. Black Rock Desert. Also entweder Burning Man oder Lollapalooza. Dann kannst du noch B sein. Ja. Burning Man. In der Wüste ist fast, ja. Das ist B, das Burning Man Festival. Okay, wir sagen C. Ihr sagt C? Ja. Lollapalooza? Ja. Das Lollapalooza findet in Berlin statt. Scheiße. Und das Coachella findet in Los Angeles statt. Ja. Das war ja gerade erst. Herzlichen Glückwunsch zu Super. 600 Euro. Es ist natürlich das Burning Man Festival. Sehr gut. Geil. Klasse. 600 Euro für euch. Super. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Man merkt, wir sind keine Festivaltypen. Ja. Okay, ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Ihr seid immer noch bei 8 von 9, bei 800 Euro. Das ist extrem gut. Und mit der letzten Frage habt ihr ja noch die Chance, auf 900 Euro hochzuklettern. Also, jetzt nochmal volle Motivation zusammenpacken. Finale. Das grande Finale mit der letzten Frage. Und ich möchte von euch wissen, welche Gemeinde in Nevada ist das Tor zum Death Valley Nationalpark? Ist das A, Betty? Ist das B, Eureka? Oder ist das C, Fallon? Oh.
habe ich noch gar nicht gehört. Nee, das habe ich auch noch nicht gehört. Nichts davon. Betty, Eureka oder Fallon? Weißt du das? Nee. Überhaupt nicht. Ey, no joke, aber Eureka, ne? Klingt auch einfach so geil. Eureka, davon gibt es eine Serie. Und echt? Ja, Eureka, ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. Eureka ist auf jeden Fall eine richtig geile Serie. Und die spielt auch so ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, wo das ist. Aber es könnte sein, dass es Nevada ist. Also ich wäre eigentlich, meine ich, bei Eureka. Aber das ist auch nur aus dem letzten Kopf. Wir waren ja nicht da. Was sagst du? Ich finde, Fallon klingt besser. Aber wenn du irgendwas weißt, dann... Also ich weiß nicht. Das ist einer der tricky Fragen auf jeden Fall. Also ich weiß das überhaupt nicht. Ja, müssen wir wieder raten, ne? Ja. Was sagt dein Bauchgefühl? Meins? Ja. Eureka? Ja, wir meinen es auch. Okay. Dann findest du, was klingt cooler? Klingt Eureka cooler oder was ist das andere? Fallon. Es klingt beides ganz schnuckig, ne? Also Eureka? Ja, nehmen wir mal. Einfach so, wenn wir beide das gleiche Bauchgefühl haben. Also wir wissen es leider beide nicht, aber wir sagen jetzt mal B. Fallon? Noch ein. C. Ja, dann. Dann B, Eureka. Okay, was wollen wir nehmen? Wir müssen eine gemeinsame Entscheidung treffen. Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Der gewinnt, der nimmt das. Der nimmt seine, okay. Okay, eine Runde. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ich habe gewonnen. Okay. Wir nehmen Eureka. Ihr Lieben, es ist Betty. Oh, Betty. No. Okay. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch zu 600 Euro. Danke, super, freuen wir uns. Es wäre Betty gewesen, trotzdem herzlichen Glückwunsch zu 800 Euro. Dankeschön. Sehr geil. Immer. Ihr dürft euch einmal jubeln. Ihr dürft euch auf 600 Euro freuen. Oh, super. Ja, geil, herzlichen Dank. Krass. Aber ich darf euch gratulieren. Krass. 900 Euro. Mega geil. Alter, das ist echt richtig, richtig nice. Ihr habt's geschafft. Ihr dürft euch freuen über einen America Unlimited Reisegutschein nach Nevada im Wert von 600 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Super. Freuen wir uns sehr drüber. Danke. Ja. Wow, Dankeschön. Richtig geil. Hammer. Mega cool. Ich wünsche euch einen wunderschönen Urlaub. Dankeschön. Ja, danke. Und freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, danke. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Oh, wir machen gerne wieder mit. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Jo, ciao. Ciao. So, das war unser Nevada Mystery Ride. Wir haben wunderbare Gäste gehabt, die sich jetzt über einen ganz, ganz tollen America Unlimited Reisegutschein freuen dürfen. Ich bin gespannt, wo sie hinreisen werden. Und wenn ihr mal mitmachen wollt, dann kontaktiert gerne America Unlimited über ihre Social Media Kanäle. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier im Auto sehen oder spätestens im nächsten Video.